Was zum Teufel sind Mondfluencer? Mondfluencer sind Corporate Influencer, also Markenbotschafter und Markenbotschafterinnen, die für die Stadt Monheim am Rhein im Einsatz sind und aus ihrem Arbeitsalltag berichten. Genau, es ist analog zum Amtfluencer. Nur wir haben uns an dem Begriff Amt gestört, weil es hier in Monheim am Rhein keine Ämter gibt. Außer vielleicht das Standesamt, weil das so eingebürgert ist, aber sonst gibt es keine. Und deswegen haben wir uns was Neues ausgedacht. Die Mondfluencer. Die Mondfluencer, total gut. Jetzt, wir fangen hier, oder wir versuchen immer direkt reinzusteigen, damit wir auch, wenn quasi Leute den Podcast sehen, direkt anfangen können. Aber jetzt haben wir die Möglichkeit, dass ihr euch, also es gibt ja nicht alle, in der Behördenwelt seid ihr durchaus schon Gesichter und Namen. Man kennt das Mondfluencer-Programm schon relativ gut. Ihr habt ja auch bei den Amtshelden, den Podcast können wir auch sehr empfehlen oder kann ich sehr empfehlen mit euch beiden, wo ihr das komplette Mondfluencer-Programm einmal von A nach B durch schon mal besprochen habt. Also da gerne reinchecken. Liebe Grüße an die Amtshelden an der Stelle. Und aber wer seid ihr, wenn man euch noch nicht kennt? Wer Jesse und ich jetzt sind. Genau. Entschuldigung. Ja. Genau, ihr beide. Ihr seid jetzt die Hauptperson für diesen Podcast. Okay. Wir sind Pressesprecherin und Social Media Managerin hier bei der Stadt Monheim am Rhein. Okay. Dann gehen wir in die ganz Details. Ich fange mal gerne mit so Details an, damit einfach alle, die zuhören, verstehen können, was die Grundvoraussetzungen sind, damit sie wissen können, wiefern sie sich das adaptieren können. Weil, wenn man jetzt, ist ja ein Unterschied, ob man in Monheim am Rhein in der Verwaltung arbeitet oder in München, um mal so ein Beispiel zu nennen, was euch sehr nahe steht. wie groß ist Monheim, wie groß ist eure Verwaltung? Ja, unsere Verwaltung besteht inklusive aller Töchter, die wir so haben, aus 900 Mitarbeitenden. Also nur, um mal so eine Größenordnung zu haben. Und Monheim hat 46.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Genau. Mega gut. Also doch relativ klein. Und trotzdem habt ihr 18 Mondfluencer. Also mehr. Genau. Und als München. Ganzer Stolz. Ja. Der ganze Stolz. Der ganze Stolz. Und jetzt für die, also die, wir bewegen uns ja in der Bubble Behördenkommunikation. Das heißt, die meisten werden das Corporate Influencer Programm der Stadt München kennen, wenn nicht auschecken. Und euers kennen sie wahrscheinlich auch schon. Aber trotzdem, was hat euch motiviert, so ein Mondfluencer Programm überhaupt zu machen? Ja, mach. Okay, den Ausgangspunkt haben die Wirtschaftsförderungsleute gegeben. Die wollten gerne eine Fokusseite haben. Und wer LinkedIn ein bisschen kennt, der weiß ja, es gibt keine Fokusseite, wenn es keine Hauptseite gibt. Und dementsprechend sind wir dann damit losgegangen und haben versucht, die Hauptseite ins Leben zu rufen. Ja. Haben uns dann auch mit dem Personal zusammengesetzt, um zu gucken, was ist denn überhaupt möglich, was ist gewünscht, was wollen wir, und hatten aber noch nicht so richtig auf dem Schirm, was machen wir denn da eigentlich. Also wir wussten, wir brauchen irgendwie LinkedIn, aber wir wussten noch nicht, wie geht das denn. Und dann nahm es so langsam seinen Lauf, dann waren wir ja auch bei den Amtshelden im Seminar und haben dann da tatsächlich gelernt, dass es ohne die Menschen nicht geht. Also Menschen wollen Menschen sehen, das ist ja der alte Spruch und der leider aber auch immer noch wahr ist. Und dementsprechend waren wir dann auf der Suche nach Menschen. Und ja, haben dankenswerterweise... Scheinbar seid ihr fündig geworden. Ja, 18 Kolleginnen und Kollegen gefunden, die Lust hatten, mit uns daran zu arbeiten. Genau, wir haben uns so eine kleine eigene Benchmark gesetzt. Wir hatten gesagt, 16 wenn es 16 werden, wäre es schön. Denn München sind auch mit 16 gestartet. Ja, und mit uns sind es dann jetzt am Ende 18 geworden. Und wir lieben jeden Einzelnen und jede Einzelne. Wir machen großartige Arbeit. Sehr gut, ja, das stimmt ja auch tatsächlich. Ich hatte gerade, vorgestern war es, ein Seminar, wo es über Arbeitgebermarketing und Personalmarketing und so in einer Stadt in Niedersachsen geht. Ungefähr gleiche Größe, bisschen kleiner als Monheim. Und ich sag mal, die Reaktionen von allen, nicht nur von denen, sondern generell, wenn man euch anspricht, sind halt immer: Wie viele sind das? Wie viele haben die? Wie machen die das? Insofern gebe ich die Frage gerne weiter. Wie macht ihr das? Ich meine, es sind 18 Leute. Ihr seid zwei. Mhm. How?
Ja, also wir sind hingegangen im Vorfeld und haben uns mit unserem Team ausgetauscht. Jetzt sind Jessi und ich beide auch noch nicht so wahnsinnig lange dabei. Das heißt, wir kannten so die Behörde hier und gerade die Menschen hier noch nicht so wahnsinnig gut. Wir haben gesagt, wir wollen das jetzt nicht einfach nur als große Einladung raus in den Raum schicken und dann gucken wir mal, was zurückkommt, sondern wir schreiben oder rufen tatsächlich proaktiv an. Wir haben uns da natürlich auch so ein bisschen auf den Zuruf unserer Kolleginnen und Kollegen verlassen, die gesagt haben, ne, frag doch mal hier nach, frag mal danach. Wir haben so ein bisschen die Diversität vorausgesetzt. Also wir wollten, dass es möglichst breit gefächert ist, sowohl was Generationen anbelangt, als auch die Bereiche. Wir sind hier ja auch sehr breit aufgestellt und haben dann im ersten Aufschlag, also für unseren Kennenlerntag, also für unser kleines Kennenlernseminar, um die 20 Leute gehabt, die dann dabei gewesen sind. Ja, und davon ist einfach der Großteil am Ende auch hängen geblieben. Und jetzt so im Alltäglichen. Wie viel habt ihr damit noch zu tun? Also wie viel Zeit bindet das von eurer Arbeitszeit? Gar nicht so viel, würde ich sagen, wie man vielleicht denkt. Also unsere Mundfluencer sind alle ziemlich eigenständig, was ganz schön ist. Aber klar, hier und da kommt einfach mal eine Frage und dann gehen wir darauf auch ein. Das ist überhaupt kein Problem. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir pro Tag 2 Stunden mit dem Programm zu tun hätten. Ja. Vielleicht, wenn es hochkommt in der Woche. So überschlagen. Natürlich ist mal mehr, mal weniger. Aber größtenteils arbeiten die total selbstständig. Und das wollen wir ja auch, dass die möglichst authentisch sind, authentisch berichten. Und es geht nicht darum, dass wir jeden Post einmal Korrektur lesen und einmal durch die Vielschleife drehen lassen, sondern einfach, dass jeder das veröffentlichen kann, was er auch für richtig hält. Und da ist Vertrauen einfach das Stichwort. LinkedIn bindet natürlich insofern Arbeitszeit, als dass wir auch noch den Stadtkanal betreiben. Da haben wir uns im Vorfeld halt wirklich die Messlatte relativ hoch gesetzt. Wir haben gesagt, wir möchten jeden Tag mindestens einen Post mit Mehrwert schaffen. Da geht es natürlich so ein bisschen an die Redaktionsplanung. Wer macht was? Wann läuft was? Die Artikel dafür müssen geschrieben werden. Man braucht dafür Bildmaterial. Also den Stadtkanal zu betreiben, ist vom Zeitaufwand aufwendiger, als die Moonfluencer anzuleiten. Okay, und wenn wir jetzt von Redaktion sprechen, wie viele Leute sind es denn da bei euch in Monheim? Also wir haben hier die Abteilung Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerschaftsbeteiligung. Wir sind insgesamt demnächst zu 14. Also wir haben ab April, freuen wir uns sehr auf Alicia. Liebe Grüße, wenn du das hörst. Shoutout. auf unsere Volontärin, die uns auch hoffentlich ganz engmaschig beim Moonfluencer-Programm begleiten wird. Aber unsere Abteilung teilt sich halt eben in den Bereich Bürgerschaftsbeteiligung. Da haben wir Kolleginnen sitzen. Wir haben eine Grafikdesignerin, die halt eben in-house sich um alles kümmert, was halt eben so an grafischen Dingen rausgeht. Wir haben eine Fachexpertin für leichte Sprache, weil wir auch all unsere Internetseiten, all unsere Websites auf leichte Sprache übersetzen. Wir haben eine Inhouse-Übersetzerin. Wir haben eine Dame, die sich um die ganzen Geschichtsthemen kümmert. Also auch das gehört im Prinzip alles mit zu unserer Abteilung. Ja. Reine Pressearbeit, also so diese klassische PR-Arbeit, da sind wir aktuell zu 5. Wobei es nicht 5 volle Stellen sind, das muss man dazu sagen. Genau, es sind nicht 5 volle Stellen. Wir sind eigentlich zu dritt im Bereich Social Media. Was ja aber auch schon für eure Größe extrem viel ist. Ja. Ja. Ja, also wir haben halt eben wirklich sehr vielfältige, also die Aufgabengebiete sind halt sehr, sehr breit gefächert. Mhm. Dadurch, dass wir auch viel die Internetauftritte auch von den städtischen Töchtern mit im Auge haben, so ein bisschen. Okay. Ich meine, die haben natürlich auch noch ihre eigenen Kolleginnen und Kollegen da sitzen. Aber also der Arbeitsaufwand ist halt auch einfach sehr groß. Und wir sind so organisiert, dass es hier keine Experten für einzelne Kanäle gibt, sondern die Idee ist schon, dass alle auch alles machen können. Ja. Und das geht auch mit Teilzeitkräften nicht anders. Sonst würde irgendwie an 2 Tagen in der Woche ein Kanal nicht bespielt werden. Das funktioniert ja irgendwie auch nicht. Nee, auf keinen Fall. Von daher sind die Aufgaben auch so vielfältig, dass man da eben sagen kann, da braucht man auch
eine gewisse Anzahl von Leuten oder zumindest eine gewisse Anzahl von Stellen. Das ist auch, also das ist auch total lustig in Behörden, wenn man sagt, ihr seid ja viele, kommt man immer in so eine Defensivhaltung. Das war eher ein Kompliment in eure Verwaltungsrichtung, zu sagen, ihr habt für dieses wichtige Thema offensichtlich seid ihr gut ausgestattet. Ja. Weil 14 Leute, ich meine, jeder, der mal ein bisschen mit Behördenkommunikation zu tun hatte, weiß halt, dass man das halt auch braucht. Also es ist jetzt nicht so, ich glaube nicht, dass ihr rumsitzt und den ganzen Tag nur Kaffee trinkt. Glaube ich wohl. War ein bisschen umfangreicher. Ihr habt gesagt Teilzeit. Das ist ja auch ein Thema, auch gerade im Bereich Öffentlichkeitsarbeit. Ist es ja nicht so einfach, sage ich mal, mit Teilzeit. Wie viele habt ihr in Teilzeit? Und ich glaube, Jesse, du bist auch in Teilzeit. Wie machst du das im Alltäglichen, in diesem Redaktionsumfeld? Also ich muss dazu sagen, ich bin in dieser Teilzeitrolle ja noch relativ neu. Also auch ich lerne da ja noch relativ viel dazu. Es ist aber so, und da muss ich wirklich eine Lanze für mein Team brechen, wenn ich mein Team nicht im Rücken hätte, dann wäre es deutlich schwieriger. Aber es ist eben so, dass ich durchaus auch mal sagen kann, gut, das kriege ich jetzt diese Woche nicht hin mit meinem Stundenkontingent. Kannst du das bitte übernehmen? Kannst du das fertig machen? Und das ist auch kein Problem. Also sagt dann auch keiner, nee, also das musst du schon selber gucken, dass du das fertig kriegst. Das ist einfach ein Geben und Nehmen und dementsprechend ist es auch ganz angenehm, das als Teilzeitkraft hier in dem Team zu machen. Das kann man aber sicher nicht auf alle Behörden und sicherlich nicht auf alle Teams so übertragen, weil es total auf die Teamkonstellation ankommt. Und bei uns in diesem Kern-Pressesprecherteam sind es jetzt 2 Teilzeitkräfte. Ja. Also eine Kollegin und ich, wir teilen uns praktisch eine Stelle. Okay, das heißt, ihr habt 14 Leute. Ihr habt gesagt, ihr habt auch Bürgerbeteiligung mit drin. Das haben ja auch ein paar Stellen oder ein paar Verwaltungen immer mehr mit drin, dass ihr quasi in diesem Kommunikationsbereich auch die Bürgerbeteiligung mit habt. Hattet ihr das schon immer oder hat sich das entwickelt? Ich kann dir ehrlich gesagt gar nicht sagen, wie das aus der Historie herausgewachsen ist. Dafür sind wir einfach noch zu frisch dabei. Ja. Also als wir hier ankamen, gab es die schon und dann auch schon eine ganze Zeit. Und wir haben auch ein eigenes Bürgerschaftsbeteiligungs, eine eigene Plattform. Und die ist schon sehr professionell aufgebaut. Also wir haben da mittlerweile 3 Kolleginnen, aber auch alle nicht in Vollzeit. Also das sind auch alles Teilzeitstellen. Ja. Die machen das jetzt, ich möchte es wirklich gar nicht sagen, wie viele Jahre das jetzt schon sind. Aber es ist auf jeden Fall nicht erst seit anderthalb. Insofern ist das schon ein bisschen, das ist nicht komplett neu, sondern länger. Ja, okay. Ja. Und da muss man sagen, für die, also ich habe auch mal Bürgerbeteiligung in der Stadt gemacht, deswegen weiß ich auch, was da, also da ist ja auch nicht nur die Beteiligungsplattform. Dazu gehört ja auch ein bisschen mehr. Insofern, auch das ist ja nicht einfach mal so nebenbei gemacht, ne? Nee. Ja. Ich habe sowieso gesehen, wenn man als Behörde Kommunikation macht, dann kann man sich euren Gesamtauftritt insofern ganz gut angucken, weil ihr ganz, ganz viel, sage ich mal, was viele Kommunen haben möchten von dem, was außen, sage ich mal, im Shop in der Front ist, das habt ihr. Ihr habt eine übersichtliche Seite, ihr habt die Verlinkung zu den Plattformen, ihr habt Plattformen, also ihr habt, correct me if I'm wrong, ja, ihr habt Facebook, ihr habt Instagram. Da habe ich gleich noch eine Frage. Ihr habt Xing aus irgendwelchen Gründen verlinkt? Das ist vielleicht auch mal eine Frage, die man noch stellen kann. LinkedIn, YouTube, aber YouTube nutzt ihr quasi nur zum Veröffentlichen von Videos, aber jetzt nicht als YouTube. Das heißt, ihr seid aber, sage ich mal, breit aufgestellt und ihr habt quasi keine toten Kanäle, sondern ihr habt ja, wenn man Facebook sich anguckt allein, wenn man sich Instagram anguckt, da ist ja halt die ganze Zeit und ständig immer was los. Ja. Auch da ist die grundsätzliche Frage, wie macht ihr das? Und da geht es mir vor allem darum, wie macht ihr da die Planung und Aufgabenverteilung? Ja, also es sind so ein paar festgesetzte Termine, von denen wir im Vorfeld wissen, okay, gut, das sind Insta-Themen, das sind Themen, die für LinkedIn gut laufen. Wir arbeiten, wenn wir Redaktionsplan erstellen oder wenn wir die Woche so ein bisschen planen, arbeiten wir mit Trello. Das hat sich bei uns bewährt. Es passiert ganz, ganz viel über den Austausch. Wir
rufen uns dann auch mal ganz gerne gegenseitig zu. Hoch, so ein Feedpost bei Insta wäre auch mal wieder schön und dann wird mal gemeinsam überlegt, was könnte man denn da mal wieder machen. Aber grundsätzlich funktioniert bei uns ganz, ganz viel über das Thema Zweitverwertung. Also wenn wir die klassische Pressemitteilung rausschicken, bespielen wir damit im Prinzip alle Kanäle. Also wir haben die Pressemeldung, die wir natürlich an die Kolleginnen und Kollegen der Presse schicken. Dann wird die gleiche Meldung per News über unseren Newsletter verschickt. Die landet auf unserer Website. So, damit haben wir im Prinzip eigentlich schon mal fast um die 4.500 Newsletter-Abonnentinnen und Abonnenten bedient. Wir haben die Website mit neuem Content befüllt. Das Ganze geht dann noch als Story-Post raus bei Insta. Also wir haben immer kontinuierliche Story-Posts bei uns bei Instagram drin. Und das Ganze wird noch als Anreißer mit Weiterverlinkung auf Facebook geteilt. Und wenn es sich dann tatsächlich noch eignet, dann wird es noch für LinkedIn genutzt. LinkedIn, das funktioniert natürlich ein bisschen anders. Also da haben wir so ein bisschen so diese Karriereschwerpunkte. Aber auch bei LinkedIn haben wir jetzt gemerkt, wir probieren uns da ja immer noch so ein bisschen aus. Auch das Thema Baustellen funktioniert da ganz gut. Das Thema Kunst im öffentlichen Raum funktioniert da lustigerweise ganz gut. Also wir testen immer noch so ein kleines bisschen auf dieser Plattform. Aber die anderen sind sofern eingespielt, dass wir sagen, das hat mittlerweile echt so eine Art Automatismus. Genau, und dazu kommt dann eben Zusatzcontent, gerade so im Bereich Video, da sind wir jetzt auch immer mehr dran, da auch mehr zu liefern, einfach weil es auch notwendig ist. Und das ist dann immer noch on top. Also für Instagram vor allem. Jetzt mal ganz kurz. Reels geht's nicht weiter. Ja, das stimmt. Das ist, wird auch einfach nicht besser gerade, ne? Also Insta ist auch einfach so verdammt umkämpft. Da haben es Behörden ja noch fast gut. Das sage ich dann auch immer. Also ja, wenn ihr quasi jetzt erst anfangt, dann habt ihr ein Problem. Aber wenn ihr schon mal so ein bisschen Präsenz habt, dann haben es Behörden insofern gut, als dass die Themen liegen ja auf der Straße und das interessiert die Leute tatsächlich. Und gerade weil es diesen lokalen Bereich gibt, gibt es ja auch nicht so viele, die da konkurrieren. Das ist ja nicht wie bei, weiß nicht, wenn du jetzt einen Lifestyle-Podcast oder sowas machst oder so Lifestyle-Sachen machst, das machen ja alle so. Da wird es halt schwer, sich irgendwie rauszu beamen. Aber Leute, die in Monheim am Rhein wohnen, haben ja grundsätzlich ein Interesse an Themen aus der Region. Insofern, das hilft immer. Aber jetzt mal so ganz praktisch. Also ihr habt jetzt, nehmen wir mal das Beispiel mit eurem Geysir, ja? Ihr wisst, dass der kommt. Das wird wahrscheinlich irgendwie grob berechnet. Das heißt, man weiß, wann das kommt. Sonst würden da ja keine Leute drumherum stehen, wenn das dann irgendwie erst im März das erste Mal passiert. Also wird das irgendwie, gibt es wahrscheinlich einen Geysir-Kalender bei euch. Ja, also der Geysir, das ist ja so ein kleines Mythos-Kunstobjekt oder ein kleines, ein relativ großes. Der Geysir sammelt seine Sonnenstunden und nach 64 Sonnenstunden bricht der aus. Wir werden aber vorinformiert, also wir bekommen die Information, die 64 Stunden sind höchstwahrscheinlich dann und dann erreicht und geben das dann natürlich als Pressemeldung auch weiter, denn wir möchten natürlich, dass möglichst viele Menschen von den Ausbrüchen, die ja so oft dann auch nicht sind, auch was haben. Und jetzt, dieses Mal, war es ja auch der erste Ausbruch, auf den du jetzt ansprichst, ne? Das hast du sicherlich bei uns bei LinkedIn gesehen. Mhm, genau. Das ist der erste Ausbruch in diesem Jahr gewesen und das Ganze wird immer noch mal so ein bisschen feierlich eingeläutet. Wir hatten dann da kostenloses Eis, die Kulturwerke waren mit einer Band da und das ist dann immer wie so ein kleiner Festakt. Okay, und dann nehmen wir mal dieses sehr schöne, weil ultralokale und einzigartige Ereignis, das haben ja nicht so viele, so. Ja. Jetzt kommen diese E-Mail, ja, es geht bald wieder los, dass der Geysir kommt. Was passiert bei euch im Team? Mir geht es darum, herauszufinden, wo Stationen sind, wer damit involviert ist und wie es von der Meldung zur Veröffentlichung kommt. Die Meldung kommt bei uns ganz normal ins Redaktionspostfach rein. Das ist so ein Automatismus von dem Programm. Und dann nimmt sich das einer von uns an. Also wir haben alle Zugriff auf das Redaktionspostfach und arbeiten da quasi mit so Farbmarkierungen. Und wenn ich jetzt weiß, okay, gut, die Jessie kümmert sich darum, dann verteckt sie das in ihrer eigenen Farbe. Und dann schreibt sie die Pressemeldung dazu, verschickt die Pressemeldung dazu, macht den entsprechenden Story-Post für Instagram fertig, verlinkt auf die Pressemeldung über Facebook
Und ja, jetzt haben wir uns dieses Mal noch überlegt, warum sollten wir dann nicht auch mal live gehen. Mhm. Das könnte ja tatsächlich auch die Leute dann vor den Bildschirmen interessieren. Und ja, also im Prinzip kann es bei uns jeder und irgendeiner macht's. Und ist das First Come, First Serve, also der gerade zufällig da ist, oder habt ihr auch Absprachen für die Themen? Wie klärt ihr quasi, wer es macht? Also in der Regel ist es so, dass man eben guckt, okay, wer hat es zuerst gesehen, der markiert es in der Farbe. Aber in dem Fall war es jetzt so, wir hatten am Samstag hier auch noch eine Kundgebung in der Stadt und das war ja alles am Wochenende. Und da muss man natürlich schauen, okay, wer geht wohin? Für das Live-Gehen brauchten wir auch zwei Kollegen und dann haben wir jetzt schon so ein bisschen in unserer täglichen Besprechung darüber ausgetauscht, wer macht denn was und wer liefert welchen Content. Okay, also ihr habt diese täglichen Besprechungen, damit ihr genau diese Koordinierungsmöglichkeiten nutzen könnt, ja? Ja, genau. Wir haben unseren täglichen Banalix. Da können wir über alles Banale reden. Das ist schön, Banalix. Wie lange geht der? Ja. So eine Kaffeelänge, 15 Minuten? Das ist ganz unterschiedlich. Also manchmal findet der Banalix im Türrahmen statt, weil die Themen einfach nicht so groß sind, nicht so vielfältig sind. Wir können da aber auch ganz gerne mal eine halbe Stunde sitzen, weil das ein oder andere Thema dann einfach mal so ein bisschen mehr Diskussionsbedarf bietet. Also da kann man überhaupt gar nicht so pauschalisieren. Aber es gibt ihn als festes... Kurz zu fassen. Ja, genau. Also kurz fassen hat oberste Priorität. Sehr schön. Aber wie macht ihr das dann, wenn Leute im Homeoffice sind? Ist ja eine besondere Herausforderung, diese Koordinierung. Ja. Genau, wir kommunizieren dann im Vorfeld miteinander, fragen nach, hast du irgendwelche Themen und nehmen die dann mit. Ja. Und es gibt bei uns auch feste Tage, wo wirklich alle da sind. Also der Mittwoch zum Beispiel ist unser Besprechungstag. Ja. Da ist es auch so, dass alle da sind und da ist es dann kein Problem. Und mit Teilzeitkräften ist es ja das Gleiche, ne? Also genau. Ist dann nicht immer da und nicht immer greifbar. Ja. Und dann ist es dankenswerterweise auch manchmal so, dass ich dann komme und manche Sachen, meine Farbe ist grün, sind dann schon gegrünt und ich kann dann einfach anfangen und muss nicht darauf warten, dass irgendwas reinkommt. Das ist dann auch angenehm, wenn das Team da schon mitdenkt. Ja, sehr gut. Also die Sachen frage ich ja vor allem deshalb, weil genau diese Details sind ja am Ende, die sich so viele Behörden, wo das vielleicht noch nicht so passiert oder wo es quasi auch diesen entweder den Erfolg nicht gibt oder dieses das Umdenken noch nicht stattgefunden hat, beziehungsweise es einfach, was heißt Umdenken, ist ja jetzt nicht die einzige Lösung, die es gibt, aber einfach diese Details sind ja so unglaublich interessant, wenn man die selber noch nicht hat, beziehungsweise einfach auch um zu gucken, wie läuft das denn bei den anderen? Weil es gibt ja schon eine gewisse Veränderung. Also die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in Behörden von vor 10 Jahren war ja eine andere. Wie merkt ihr das? Weil gerade, ich merke jetzt, ihr habt ja auch ganz, ganz viele Lokalsachen, was sonst quasi, glaube ich, von den, wie hat es jetzt vorgestern jemand gesagt, von den Käseblättern, beziehungsweise von den lokalen Medien abgedeckt wurde. Es scheint mir, als würden das Behörden immer mehr übernehmen. Wie seht ihr das? Auch müssen, ne? Ja, Behörden werden das immer mehr übernehmen müssen, ganz genau. Denn wir möchten natürlich unsere Bürgerschaft auf dem Laufenden halten. Wir möchten informieren, auch im eigenen Interesse. Wir bieten Veranstaltungen selbst an, ne? Und irgendwie sollen die ja an Mann und Frau gebracht werden. Oder Warnhinweise, wenn irgendwelche Umleitungen sind oder so. Dafür sind ja damals, ich sag's jetzt auch mal und meine es gar nicht despektierlich, die Käseblättchen zuständig gewesen. Ja. Ne? Also denen hat man damals die Meldung geschickt oder auch die Tageszeitung und die haben das abgedruckt. Und damals hatte man aber auch einfach noch wesentlich mehr Leserinnen und Leser. Die Vielfalt der Presselandschaft ist damals auch eine ganz andere gewesen. Also wir merken das hier auch in Monheim am Rhein ganz deutlich. Wir haben jetzt hier noch eine Tageszeitung und so eine Art Wochenanzeiger, aber bei Weitem haben wir nicht mehr diese Vielfalt an Pressekolleginnen und Kollegen, die rauskommen, wenn wir zu Presseveranstaltungen einladen. Mhm. Also wir sitzen da ganz, ganz oft alleine und wenn wir möchten, dass diese Themen platziert werden, dann müssen wir es einfach selber rausschicken.
Und dass der Bedarf auch da ist und dass der Bedarf auch wirklich groß ist, das sehen wir ja nun mal an unseren wirklich auch immer noch kontinuierlich steigenden Abozahlen. Die Menschen haben halt einen ganz, ganz niederschwelligen Zugang, unseren Newsletter zu abonnieren. Und wenn der Bedarf nicht da wäre, dann wäre das ja einfach nicht der Fall. Und wir kriegen aber auch dadurch natürlich auch immer mal wieder Kontakt zu den Menschen außerhalb des Rathauses. Es herrschen immer mal Nachfragen, das bekommt man ja auch über Social Media mit. Also das, wo man dann damals auch einfach mal den Redakteur des Vertrauens angerufen hat, weil man kannte sich ja irgendwie so untereinander. Es waren ja immer so die gesetzten gleichen Leute. Also ich komme aus dem Lokaljournalismusbereich. Und da war dann damals mal die Telefonnummer eingespeichert, die Handynummer eingespeichert. Hör mal, was ist denn da mit Baustelle XY oder warum ist denn die Lampe vor meiner Haustür nicht an und weißt du irgendwas? Das sind halt heute alles Fragen, die kommen über den Newsletter oder die kommen halt auch über Social Media rein. Und dafür sind jetzt einfach wir zuständig. Das ist super spannend. Und ich glaube, das erfahren viele, können das aber nicht so schön in Worte fassen, wie du das gemacht hast. Und das ist aber ganz wichtig, dass die Leute dann auch verstehen, dass sich da einfach was geändert hat und dass da natürlich einfach mehr kommt. Wie macht ihr Community Management? Weil Community Management ist ja nochmal ein Riesending obendrauf. Ist ja schön und gut, wenn man in seinem Kreis seine Infos hat und dann hat man seinen Ablauf. Der ist relativ festgelegt. Man muss sich natürlich im Team koordinieren, aber grundsätzlich ist der festgelegt und man weiß ungefähr, wie es läuft. Klar kriegt man nochmal Presseanfragen, dann geht das hin und her. Normale Pressearbeit. Aber Community Management ist ja eine völlig neue Sache, die auch gerade weil immer weniger Lokaljournalismus stattfindet, auch bei euch hängen bleibt. Wie organisiert ihr Community Management? Also wir haben Social Hub im Hintergrund laufen als Programm und da laufen alle Kommentare ein, die wir dann auch sichten und zwar ähnlich wie das mit dem Postfach ist, wer zuerst kommt. Der nimmt sich die Sachen und bearbeitet sie. Und wenn es tiefergehende Fragen gibt, die wir jetzt nicht aus dem Stegreif beantworten können, dann schicken wir das an die Fachkollegen raus, warten auf die Antwort und beantworten dann. Und andersrum beantworten wir sofort, geben frei oder sperren eben. Es gibt ja leider auch die anderen Kommentare, die man nicht veröffentlichen will oder darf oder möchte. Und so machen wir das auch untereinander. Gleichwertig, also jeder kümmert sich da um alles. Ein ganz großes Stichwort ist da Hoheitsdenken vermeiden. Also wir wollen hier wirklich nicht einzeln für einzelne Dinge zuständig sein. Wir machen wirklich da alles. Und Social Hub ist da ein ganz toller Kanal, darüber das Ganze zu steuern und darüber auch zu planen. Also wir sind im Prinzip eigentlich mit der Meta Business Meet und Social Hub und dem LinkedIn-Kalender an sich. Also wir sitzen da quasi auf mehreren Pferden. Ja. Ist ja auch sinnvoll, weil es quasi ja auch es gibt ja nicht dieses eine Programm für alles für Behörden. Deswegen ist es ja auch gut. Trotz alledem, Social Hub, habt ihr das auch schon länger? Habt ihr das mit eingeführt? Nein, das gab es schon länger. Trello ist auf unseren Mist gewachsen. Ja. Genau, ja, der Trello-Austausch, den haben wir eingebracht. Sehr, sehr gut. Ja, auch das ist ja, also ihr macht das Community-Management da auch. Ihr habt gesagt, Hoheitsdenken vermeiden. Das heißt, bei euch ist es quasi von der Struktur allein schon her ein Team-Effort und nicht ein, hier ist derjenige, der macht und alle anderen machen irgendwas anderes, sondern ihr macht das alles immer gemeinsam. Mhm. Ja, genau. Das geht auch einfach nicht anders. Ja. Wie stellt ihr dann sicher, dass es einen gemeinsamen Standard an Qualität und an das können wir veröffentlichen und das nicht gibt? Naja, wir tauschen uns ja schon immer noch einmal am Tag aus. Und wenn man unsicher ist mit irgendwelchen Sachen, gerade wenn man noch nicht so lange dabei ist, dann gibt es eben Kollegen, die das Ganze hier wirklich von Null mit aufgebaut haben, die man dann fragt. Also ich glaube, da hat es auch viel mit der persönlichen eigenen Einschätzung zu tun. Kann ich das alleine entscheiden oder nicht? Ja. Und da ist auch jeder anders, glaube ich. Also ich bin eher so, gerade als Teilzeitkraft, sind wir nochmal beim Thema, ich frage dann lieber noch mal einmal mehr nach, weil ich jetzt nicht weiß, was an den anderen Tagen gelaufen ist. Ja. Und das ist aber auch okay so. Also, dass es diese tägliche Besprechung gibt, war auch unser Wunsch, beziehungsweise im Speziellen mein Wunsch, weil ich sonst das Gefühl hatte, ich kriege hier nicht genug mit. Ich weiß nicht, was jeden Tag hier passiert.
Und ich brauche ganz, ganz dringend einfach den Austausch, um zu wissen, was hier los ist. Ja, also das gegenseitige Verständnis da halt auch aufzubringen, zu sagen, hey, es kann sein, dass das hier gerade jemand nicht mitkriegt, da müssen wir vielleicht nochmal alle drüber reden. Ja, super wichtig. Okay, ich habe gesehen, ich wollte quasi erstmal das Redaktionssystem an sich verstehen. Also ihr macht das als Team, es gibt einen Ablauf, irgendwo kommt es rein. Das Ganze wird durchaus themenbasiert passiert. Wo kommen bei euch, das ist mir gerade eingefallen, erst die Frage, wo kommen bei euch dann die Grafikdesignerin mit rein? Also wo sourced ihr quasi Content aus? Also ja, intern haben, aus? Ja, wir haben für vieles Vorlagen, also die sie auch mit konzipiert hat und erstellt hat. Die benutzen wir natürlich im normalen Doing. Und für Spezialsachen, wie zum Beispiel für den, also rund um Weihnachten und Neujahr, hatten wir so einen Jahresrückblick. Und dann fragen wir sie gezielt an, ob sie uns da noch eine Vorlage bauen kann, irgendwas machen kann. Und alles andere, also das Logo und so weiter, das steht natürlich. Mhm. Und das Corporate Design steht schon ganz lange. Und da greift man dann auf bestehendes Wissen zu, damit wir auch wissen, okay, wie ist denn jetzt der Farbcode für das Video? Wie muss ich denn da die Bauchbinde machen und so? Das kommt alles dann dadurch schon mit, weil es einfach schon im Style Guide vorgegeben ist. Ja, es ist einfach schon ganz viel Vorarbeit geleistet worden. Also wir arbeiten wirklich auch gerade im Social Media Bereich wirklich mit so mit so Art Baukastensystemen. Also wir arbeiten da auch mit Canva. Da liegt schon ganz, ganz viel unter unseren Markenvorlagen ab. Und und darauf können wir alle zugreifen. Das ist dann auch ein Arbeiten wie aus einem Guss. Ja. Das ist ja alles irgendwie entstanden und wird stetig weiterentwickelt. Habt ihr da eine festgeschriebene Kommunikations- oder Social-Media-Strategie? Oder wie kriegt ihr hin, dass das irgendwo festgehalten ist? Oder ist das wirklich nur Absprache untereinander? Wir haben natürlich für jeden einzelnen Kanal Konzepte geschrieben, die natürlich zielbasiert sind. Da gucken wir auch immer mal rein, dass man da so den Faden für sich selber nicht verliert. Das ist etwas, man kennt ja mittlerweile die Zielgruppen, die man damit erreichen möchte. Man weiß mittlerweile, was für ein Content läuft gut, was läuft nicht so gut. Das ist auch so ein bisschen erfahrungswert. Und wie eben schon gesagt, wir probieren uns halt eben auch immer mal wieder an neuen Sachen aus. Also das ist bei uns eine stete Weiterentwicklung. Wir sind immer wieder dabei, neue Serien zu kreieren, uns neu auch, wie die Jessi jetzt gerade schon gesagt hat, beispielsweise an Videos heranzuwagen, da neuen Content zu erstellen. Also ganz, ganz viel funktioniert auch wirklich einfach über Ausprobieren. Und das ist schön, dass wir hier so ein sehr eng zusammenarbeitendes Team sind, denn das sind ganz, ganz kurze Absprachen und Rücksprachen und man hat vor allen Dingen auch diesen Rückhalt. Also wir können hier einfach mal ganz wild eine halbe Stunde wirklich die Gedankenblasen in die Luft steigen lassen und ganz kreativ sein und vom Büro gegenüber gibt es dann das, ja, macht ihr mal. Also das ist halt, das tut halt auch einfach gut. Ja, man braucht auf jeden Fall das Umfeld dazu, ne? Ja. Also man braucht auf jeden Fall den Gestaltungsspielraum und auch, wie du sagst, den Rückhalt, dass man die Dinge einfach mal machen darf. Das ist ja in vielen anderen Behörden leider auch nicht so, dass man das einfach mal darf. Nein. Das stimmt. Obwohl es mehr wird, gefühlt. Das sieht man ja auch an den Kanälen, die immer mehr und besser werden. Und die zum Beispiel an Beispielen wie euch sich da auch hochziehen. Und wo wir, das ist ja auch Teil von unserer Mission, das sichtbar machen, was es schon Gutes gibt, damit es noch mehr Gutes gibt, einfach weil die dann einfach sagen können, oh, so können wir das ja auch mal machen. Und so ein bisschen diese Hemmschwelle von, können wir das jetzt wirklich machen? Dürfen wir das probieren? Ja, weil die und machen, die machen es auch alle und die haben die gleichen gesetzlichen Grundlagen. Also was ist eure Ausrede? Ja, es ist, das Moonfluencer-Programm ist da einfach auch das allerbeste Beispiel. Also wir sind da offene Türen eingelaufen. Wir hatten keine Hürden, über die wir groß springen mussten. Wir sind mit der Idee rein zum Termin beim Bürgermeister. Der hat direkt seinen Daumen gehoben und wir sind losmarschiert. Es ist beim Podcast der Amtshelden ja auch schon mal zum Tragen gekommen.
dass wir da ja auch wirklich echt mal einen Affenzahn hingelegt haben. Ja. Also wir waren in dem Webinar im Oktober, wo wir so unsere ersten Überlegungen hatten, möchten wir das denn wirklich machen und wie bauen wir es auf? Hatten dann November und Dezember quasi so ein bisschen unsere Recruiting- und Überlegungsphase und sind im Januar gestartet. Das ist und Wahnsinn. Wir hatten auch keinen April. Und es hat einfach schon echt Wahnsinn Fahrt aufgenommen. Und jetzt kennt es einfach schon ganz Behörden Deutschland. Ja, gefühlt. Ja, voll gut. Ein bisschen so an, ja. Ja, voll gut, ey. Ihr habt gesagt, dass das ja auch von eurer Personalabteilung kam. Deswegen würde ich da gerne nochmal quasi zurückkommen, wie ihr den Zusammenhang seht zwischen Kommunikation und Personal. Und Personal. Also dieses ganze Thema Employer Branding, Employer Programme. Wie können wir als Arbeitgeberinnen effizient, gut, attraktiv werden? Wie seht ihr diese Verbindung zwischen Kommunikation und Personal? Also ich glaube, dass es total wichtig ist, dass es da diese Zusammenarbeit gibt, weil natürlich suchen auch wir Leute und wir konkurrieren irgendwie mit der freien Wirtschaft und müssen irgendwie schauen, dass wir ja als attraktiver Arbeitgeber auch rüberkommen und unser Image aufpolieren. Das ist ja auch so ein bisschen dieses Amt-Thema. Und da müssen wir einfach schauen, dass wir da besser werden und am Ball sind und uns nicht verstecken. Mhm. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass wir da auch noch ja, in der Entwicklung sind. Also gerade dieses Jobs-Thema bei LinkedIn, da sind wir gerade erst dabei, dass wir da die ersten Jobs einstellen und irgendwie auch dazu lernen, wie das geht. Mhm. Dahinter stehen natürlich auch so Programme wie Interamt, die dann laufen. Da muss man dann irgendwie auch gucken, wie bringt man das denn zusammen? Und das ist einfach ein Thema, da müssen wir auch noch reinwachsen, würde ich sagen. Ja, aber LinkedIn ist halt einfach ein Karriereportal und das Ganze anzugehen, ohne da den Personalbereich im Rücken zu haben, das wäre einfach der falsche Weg gewesen. Also der Personalchef und auch die Kolleginnen, die da sitzen, die müssen uns da auch wirklich so ein kleines bisschen begleiten und das machen sie auch wirklich ganz hervorragend, denn wir wollen damit ja was bewirken. Und auch da findet immer mal wieder Content-Austausch statt. Auch da kann man mal immer wieder anrufen und nachhaken. Wir haben uns da jetzt, weil wir einfach mit diesem Job-Button noch nicht so vertraut sind und da jetzt gerade erst so starten, so ein bisschen mit Dokumentenposts ausgeholfen. Also auch das war so ein Gemeinschaftsprojekt, dass wir gesagt haben, okay, wie bringen wir unsere Stellen da ein? Und hatten anfänglich so ein bisschen Sorge, dass so reine Dokumentenposts mit Stellenbeschreibungen oder Stellenausschreibungen halt einfach nicht gut ziehen, dass die nicht so gut performen und unser Stadtkanal da vielleicht auch so ein kleines bisschen Sichtbarkeit einbüßt. Aber das hat sich auch nicht bewahrheitet. Also das läuft auch recht erfolgreich. Ja. Und wie oft tauscht ihr euch mit denen aus? Ist das so ein Standardding oder habt ihr feste Termine? Anlassbezogen. Anlassbezogen, ja. Also wenn, so wie jetzt mit dem Jobbutton, wenn wir merken, puh, da müssen wir nochmal in die Abstimmung gehen. Mhm. Gerade auch, wer bekommt dieses Hiring bei LinkedIn? Ja, jetzt gerade habe ich es. Sehr gut. Aber da ist es eigentlich nicht richtig aufgehoben. Nee, eigentlich bin ich nicht Personalerin. Ja, aber da sind natürlich dann auch, was setzt man da für Keywords ein, damit der Algorithmus anspringt. Denn ich habe jetzt die Tage einfach mal probeweise eine Ausbildungsstelle reingesetzt für Notfallsanitäterin. Die wurde mir dann direkt als Favoritenstelle angezeigt. Also das heißt, das hat auch noch nicht so hundertprozentig funktioniert. Wir sind dann noch in der Erprobungsphase. Und um einfach zu wissen, was sind das für Keywords, die wir brauchen, was sind das für Fragen, die wir vielleicht auch stellen sollen, da brauchen wir einfach die Personaler für. Die sind da die Fachleute. Ja, habt ihr auf anderen Kanälen auch diese Verbindung zwischen Personal und Kommunikation? Ja, also du hattest Xing ja eben schon angesprochen. Das ist natürlich auch so ein Thema, das ist so eine gewachsene Struktur. Mhm. Xing gibt es schon sehr, sehr lange, weil wir Kununu haben wollten und da tatsächlich auch eine ganz gute Bewertung haben. Und das ist der Grund, warum es Xing noch gibt. Also ja. Das ist nicht so, dass wir da irgendwie besonders viel Engagement reinstecken. Es geht uns da eher um Kununu an der Stelle. Genau, weil wir da einfach eine wirklich sehr, sehr gute Performance haben
Und das eine ohne das andere funktioniert nicht. Aber trotz alledem halten wir den Xing-Auftritt immer noch aktuell. Also auch da haben wir vor kurzem noch zusammengesessen, haben nochmal ein paar Bilder ausgetauscht, haben nochmal so ein bisschen das Stadtbild geändert. Auch da sind wir im Austausch. Ja, und das ist ja das Wichtige. Das ist am Ende das, was man mitnehmen muss. Es geht ja nicht darum, das eine ist jetzt sinnvoll und das andere ist nicht sinnvoll, sondern man muss halt für sich eine bewusste Entscheidung dafür treffen, warum bin ich wo? Und ist das alles sinnvoll? Also solange die Antwort ist, wir haben darüber gesprochen und haben uns dafür entschieden aus Grund XY, kann man überall sein. Aus dem gleichen Grund kann man auch nicht bei Sachen sein. Also ich kann zum Beispiel Behörden genauso gut verstehen, die sagen, ey, wir haben hier einen Menschen sitzen, niemand hat Lust, sich Postings zu machen. LinkedIn ist nichts für uns. Wie sollen wir das auf die Beine stellen? Wir können es einfach nicht. Insofern, mir ist immer nur wichtig, dass man das quasi bewusst macht und dass es nicht so ein ja, ist doch egal warum, wir machen das jetzt halt so. Mhm. Aus diesem Grund, wollt ihr was dazu sagen? Entschuldigung. Ja, ich wollte da eigentlich nur zu sagen, als wir bei LinkedIn angefangen haben, da war LinkedIn auf die Stadt Monheim am Rhein bezogen halt auch eine absolute Wüste. Und wir sind auch so ein kleines bisschen mit diesem Credo zumindest in das Moonfluencer-Programm gestartet, dass wir gesagt haben, selbst wenn es jetzt nicht die Masse ist, ist jeder Post, der veröffentlicht wird, schon einer mehr als der, den es vorher gab. Und auch damit schafft man Sichtbarkeit. Und also wir setzen da auch wirklich auf Qualität und nicht auf Quantität. Und das haben wir auch unseren Moonfluencern so mit auf den Weg gegeben. Natürlich ist es immer noch mal was anderes, wenn man sagt, man ist in der Pressestelle alleine. Ja, dann kann man einfach nicht alles machen, ja. Das stimmt. Aber dieses aus der eigenen Bubble heraustreten und sich Menschen ranzuziehen, wie das jetzt beispielsweise in Tuttlingen die Azubis machen, ja. Also das ist ganz, ganz toll, denn es wird immer mehr Menschen bewusst, wie wichtig Sichtbarkeit für Behörden ist. Und ich habe mich die Tage auch so tierisch gefreut. Es klingelte das Telefon, da war ein Kollege aus der IT-Abteilung dran und hat gesagt, hör mal, ich habe hier ein super LinkedIn-Thema für dich. Der ist überhaupt kein Moonfluencer. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt bei LinkedIn vertreten ist. Aber es hat sich einfach so rumgesprochen. Ja. Und den Menschen wird diese Notwendigkeit bewusst und ja, man steckt halt eben mit diesem positiven Spirit hier irgendwie auch immer mehr Leute an. Und und das ist schön. Und je mehr dann nach draußen getragen wird, desto mehr kann man sowas vielleicht auch auf andere Schultern verteilen. Ja, mega schön. Und das ist ja das, was viele, wo quasi viele diesen Riesenberg vor sich sehen und nicht wissen, wo fangen sie denn an? Und eigentlich ist egal wo, Hauptsache man tut es und Hauptsache man fängt an und der Rest ist Domino. Dann kommt es irgendwann und dann kommt das eine zum anderen und plötzlich hast du nicht nur 16, sondern ihr habt ja schon mal in dem Amtshelden-Podcast sagt ihr auch, ihr ist jetzt nicht so, dass ihr sagt, so wir gehen auf 12 runter, sondern im Gegenteil. Und auch die Sichtbarkeit innerhalb der Sachen wird ja mehr. Und man kann damit eigentlich auch als Arbeitgeberin ja einfach nur attraktiver werden, wenn man den Menschen die Möglichkeit gibt, ihren Arbeitsplatz zu zeigen und zu beschreiben. Und ja. Dazu habe ich eine Frage, weil ich hatte, wie gesagt, in dem Seminar auch diese Frage, deswegen möchte ich dir auch weitergeben. Ja, aber worüber soll ich denn posten? Mein Job ist überhaupt nicht interessant. Haben wir sehr oft gehört, auch in den Workshops. Und dann war das ganz interessant, weil dann kam so das eine zum anderen. Wir haben uns ausgetauscht, drüber gesprochen und auf einmal sprudelten, also ich denke da an eine Kollegin aus dem Rechnungswesen, ja. Sprudelten so die Ideen und wir haben dann nur gesagt, wo ist dein Problem? Also du hast doch jetzt schon eine Fülle. Eine Fülle an Themen. Aber wir haben es aber auch so gemacht, dass wir eine Themenliste gesammelt haben. Ja. Also wir sind jetzt nicht gestartet und haben gesagt, so, Workshop ist vorbei, Leute, ihr seid gut vorbereitet, jetzt fangt mal an zu schreiben. Sondern wir haben, ich glaube, 40 Themen mal zusammengesammelt, die auch so ein bisschen bereichsübergreifend gut funktionieren. Und jeder hat im Prinzip so einen kleinen roten Faden, an den er sich lang orientieren könnte, wenn er denn dann wollte. Aber das, was wir jetzt in den letzten Wochen und Monaten sind es ja noch nicht, in den letzten Wochen gelesen haben, also da sind so viele Sachen bei, die einfach gar nicht auf unserer Themenliste stand. Ich habe noch kein einziges gesehen, was auf unserer Themenliste stand.
Ja, also vielleicht mal irgendwie eine gesunde Mittagspause oder so. Ja. Aber ansonsten sind das so individuell ausgewählte Themen. Also den Leuten fallen so kreative Sachen ein, dass, also das ist eine wirklich eine unbegründete Sorge. Ich frage mich, ob wir da manchmal einfach wahnsinnig viel Glück gehabt haben mit unserem Wunsch. Ich glaube, das wird so sein. Wir haben einfach die richtigen Leute ausgesucht. Ich glaube, es ist so sowohl als auch. Weil ich meine, auch die machen ja den gleichen Job, den es in Deutschland tausendmal anders auch gibt. Sind ja, und vom Typ her sind das ja auch ungefähr die gleichen Menschen so. Also, und die Themen sind auch ungefähr die gleichen. Aber ich finde gut, dass ihr sagt, da muss man sich keine Sorgen machen. Gerade wenn man diesen Anspruch hat, Qualität, dann ist es ja auch kein Druck. Also dann ist es ja, ich meine, ihr habt bei den Amtshelden gesagt, so, naja, es wäre schon schön, wenn ihr so einen Monat, das wäre schon gut, so. Aber es geht ja von ganz alleine. Und was ich auch höre, ihr seid manchmal auch überrascht und ihr bringt, also was das für Themen sind. Und das bringt einen ja auch mit den Kolleginnen extrem nah, oder? Das ist das auch. Man lernt die einfach auf einer ganz anderen Ebene kennen. Das ist total schön. Also auch wenn es jetzt einfach nur mal, ich sag mal, banale Dinge sind wie die gesunde Mittagspause. Aber ich weiß jetzt zum Beispiel, wie die Kollegin aus dem Tourismusbereich die verbringt. Und es ist auch so ein Austausch untereinander. Also man hat Themen, man trifft sich ja immer mal wieder. Wir sind ja hier nun mal auch einfach eine kleine Behörde. Und man hat immer wieder Schnittstellen, man sieht sich immer mal wieder. Und das ist nicht so ein unangenehmes Nebeneinanderstehen, sondern man hat direkt so die Punkte, wo man eingreifen kann. Man tauscht sich auch aus. Die Kolleginnen und Kollegen tauschen sich auch bei LinkedIn aus man pusht sich auch so gegenseitig. Also da ist wirklich so ein richtiges Wir-Gefühl entstanden. Übrigens nicht nur mit den Moonfluencern, sondern auch mit den anderen Kollegen, die zufällig auch auf LinkedIn sind. Ja. Da habe ich heute noch einen getroffen, da wusste eine andere Kollegin nicht, ob wir uns schon kennen. Und dann hat er nur gesagt, ja, wir kennen uns. Wir sind bei LinkedIn befreundet. Genau, also das ist so gut, ja. Und das macht ja auch schon so viel, ne? Das alleine an Mehrwert ist schon Wahnsinn. Apropos Mehrwert. Ihr habt bei euren Benefits auf der Seite stehen, und ich finde es so lustig, übertariflicher Urlaub während Karneval als Benefit. Finde ich schön. Deshalb die Frage. Wir sind im Rheinland. Ja, hallo. Was geht denn anders? Nee, total gut. Aber ich finde den Benefit so schön, weil den versteht, außer im Rheinland versteht den niemand und würde jeder für quatschig finden. Und es gibt ja in dieser Personal, was ist eine attraktive Arbeitgeberin, sind Behörden überhaupt attraktive Arbeitgeber? Für euch ganz persönlich, ihr seid beide Quereinsteiger offensichtlich. Warum seid ihr zu einer Behörde gegangen und was hält euch da? Puh, das ist, also wir haben beide vorher bei der Westdeutschen Zeitung gearbeitet. Also wir waren im gleichen Zeitungshaus und kannten uns auch vorher schon. Mhm. Über LinkedIn? Nein, auch persönlich. Persönlich. Und wir wussten aber nicht, dass wir uns beide auf die Stellen hier beworben haben. Also es waren zwei Stellen ausgeschrieben und wir hatten uns beworben und haben dann erst nach und nach rausgekriegt, ach guck mal, die neue Kollegin kenne ich. Und das ist einfach auch die Chance, hier was bewegen zu können. Also glaube ich, es ist ja kein Geheimnis, dass Zeitungen leider mit sinkenden Auflagen zu kämpfen haben, dass immer weniger Geld da ist, auch um Sachen machen zu können. Mhm. Und es war einfach für mich irgendwann der Punkt erreicht, dass ich gedacht habe, okay, wenn ich Sachen machen will, dann muss ich wechseln. Und dann habe ich mich umgeschaut und bin hier gelandet und bin sehr, sehr glücklich, hier gelandet zu sein, weil man hier einfach Sachen machen darf. Und das ist auch das, was mich hält. Also, was mich hier glücklich und zufrieden sein lässt, zusätzlich zum Team. Also das sind ja die beiden Komponenten, die irgendwie ineinander greifen müssen. Ja. Das Aufgabenfeld und die Leute. Ja. Und wenn das passt, dann bleibt man auch. Ja, am Anfang ist natürlich so die Sorge, wenn man aus der freien Wirtschaft kommt und wenn man den Kolleginnen und Kollegen sagt, so, ne, also hier brechen jetzt meine letzten Wochen an, ja, wo gehst du denn hin? Ja, ich wechsle zur Stadt. Dann hat man natürlich als allererstes mit den Vorurteilen zu kämpfen. Ach, ab jetzt gehst du schon in den Vorruhestand. Willst du dir das denn antun? Und ab jetzt nur noch Kaffee trinken? Und naja, dann weiß ich ja, wie du in 3 Jahren aussiehst, weil Bewegung hast du ja dann auch nicht mehr. Also das sind halt so diese Sätze, die man dann immer wieder um die Ohren geballert kriegt. Und man fängt ja dann auch langsam so selber so ein bisschen in der Vorplanungszeit anzuzweifeln, ist das wirklich das Richtige? Kannst du denn da so kreativ sein? Aber wir sind hier natürlich in einem wahnsinnigen
kreativen Bereich unterwegs. Also Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ist ja etwas, wo man ganz, ganz viel von sich selbst und von seiner eigenen Kreativität einbringt. Und ich kann wirklich sagen, sämtliche Befürchtungen und sämtliche Vorahnungen, die ihr liebe Kolleginnen und Kollegen da draußen für mich selber prophezeit habt, die sind alle nicht eingetroffen. Und wir sind hier sehr glücklich und wir bleiben hier. So ist richtig. Sehr schön. Ich kann kaum mehr Sympathie für euch haben, weil das ist genau das, was, wo ich glaube, dass ganz, ganz viele Behörden auf einem ähnlichen Weg sind, aus diesem verstaubten Amtsstuben-Vorurteilsgemenge rauszukommen, weil die Leute, die da arbeiten, auf keinen Bock mehr haben, auf darauf immer wieder angesprochen zu werden, wie öde es in Behörden ist und zu wissen, dass das gar nicht der Fall ist. Ich habe eine Abschlussfrage für euch. Wenn ihr jetzt euch ein Jahr zurückbeamen könntet, gleiche Stelle, gleiche Welle, sagt man, glaube ich, im Radio. Was ist etwas, was ihr euch selbst mitgeben würdet, was euch für das kommende Jahr geholfen hätte? Entspann dich. Ja. Entspann dich, mach dich locker, das läuft schon. Also natürlich hatten wir vorher irgendwie Sorge, dass dieser ganze Moonfluencer-Kram ein Flop wird. Aber es hat sich überhaupt nicht bewahrheitet. Also ich glaube, die größte Angst war, dass wir die Leute nicht zusammenkriegen und wir am Ende hier sitzen und denken, ja, war eine schöne Idee, aber Schublade auf, Idee rein, Tür zu, so ungefähr. Mhm. Hat sich nicht bewahrheitet. Wir hätten einfach ganz entspannt da dran gehen können und uns vorher nicht so stressen müssen, dass es vielleicht nicht klappen könnte. Ich kann das nur unterschreiben. Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Also entspannt euch mal, liebe Behörden. Es wird alles gut. Und es gibt ganz, ganz viele Kolleginnen und Kollegen aus Städten und Gemeinden, die ihr noch nicht mal kennt, wo ihr noch nicht mal den Namen schreiben könnt, die Ähnliches von euch oder die Ähnliches erleben wie ihr und die auch positiv sind und die gemeinsam mit allen anderen, und deswegen unter anderem gibt es ja auch diesen Podcast, das mit diesen Behörden wieder auf eine gute Reihe kriegen. Danke, dass ihr die Vorreiterinnen von solchen Sachen mit seid, dass ihr an der vordersten Front kämpft und vor der Welle seid und weitermacht und dieses Behördendenken aufbrechen wollt. Vielen lieben Dank euch beiden und ihr seid nicht umsonst die Ehrenbehörde der Woche geworden. Also vielen lieben Dank. Danke. Gerne. Danke dir. Jetzt muss noch der kleine Werbeblock, bevor wir kommen. Wir haben jetzt Tassen. Ehrenbehörde-Tassen. Wenn ihr das wollt, ehrenbehör.de/shop. Weil Kaffee trinken ist wichtig in Behörden. Insofern, habt eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Danke euch beiden. Gerne. Tschüss. Danke. Ciao.